Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, er ist Deutschlands TV- und Radioexperte. Man kennt ihn aus, ich glaube, man kann alle Sender auszählen, ARD, ZDF, Bayern 3, Pro7. Ich würde fast behaupten, mittlerweile ist er fast schon Stammgast im Sat.1 Frühstücksfernsehen, ebenfalls bekannt aus der Show So tickt der Mensch mit Ruth Moschner. Zig Preise, ich glaube, Speaker Slam dreimal gewonnen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge mit all seinen Auszeichnungen machen. Heute ist er hier, nicht im Studio, aus dem Homeoffice. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Rolf. Herzlich willkommen im Mitarbeiterstab. Guten Morgen, Thomas. Danke für die tolle Anmoderation. Lieber Rolf, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Mitarbeiterschwarm-Podcast dabei zu sein. Es ist ein Podcast, der richtet sich primär an Führungskräfte. Und bevor wir so in die Richtung mal so ein bisschen langfragen, erstmal so die allgemeine Frage auch in deine Richtung. Du bist tagtäglich für viele Menschen da, vorm Fernsehen, in Coachings, in großen Vorträgen. Wie geht's dir? Was hat Corona, was hat 2020 mit dir so gemacht? Schön, dass das mal einer fragt, wie es mir geht. Tatsächlich ist das ein großes Thema, weil, nein, als wenn du als Experte, als Psychologe vor dem Mikro bist oder vor der Kamera sein darfst, ist es ja wichtig, dass ich in der Lage bin, eine bestimmte Form von Energie zu transportieren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich auf meinen energetischen Haushalt achte. Und da muss ich mal sagen, um es vorsichtig zu formulieren, der ist sehr herausgefordert. Weil auch in diesem Jahr ich persönlich eher Corona-Opfer als Corona-Gewinner bin. In meinem Kerngeschäft, also natürlich, ich mache sehr viel Radio und Fernsehen. Das hat mich auch wirtschaftlich durch die Zeit durchgetragen. Aber mein eigentliches Kerngeschäft sind Vorträge bei großen Veranstaltungen. Also ich bin ein, ohne mich beweihräuchern zu wollen, ein sehr gut gebuchter Keynote-Speaker gewesen. Das ist das Entscheidende. Gott sei Dank war ich, sodass ein bisschen Geld noch über war, was in diesem Jahr dann aber langsam so dahinschmilzt. Und da merke ich einfach, wirtschaftlicher Erfolg hat auch etwas mit guter Laune zu tun. Und im Moment ist es so an so einem Kippelmoment. Also ich arbeite gerade wieder ganz viel, um Sachen vorzubereiten, damit das Frühjahr wirtschaftlich stabil ist. Aber da ich bei uns, meiner Frau, jetzt nicht gesundheitlich ganz so gut der Alleinverdiener bin, also das einzige Einkommen habe, und der Lebensstandard sehr hoch ist, habe ich schon Riesendruck. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ändere den Lebensstandard, sage ich, nee, auf keinen Fall. Das widerspricht meinen Prinzipien. Das heißt, ich arbeite wie ein Bekloppter, habe Spaß dabei, aber manchmal bin ich genauso emotional herausgefordert wie alle anderen auch. Sehr cool, sehr ehrlich. Und da hast du ja schon ganz viele Vorlagen geliefert, um da auch mal gleich reinzugrätschen. Denn es gibt viele Menschen, die jetzt zu Hause sitzen, wo sich die Arbeitswelt komplett gedreht hat, isoliert, vielleicht auch ohne Arbeit oder die Arbeit, wie sie bisher war. Und jetzt möchte ich mal auf dein Stichwort Energielevel und Herausforderung eingehen. Was kann man denn machen? Ich gehe mal davon aus, wir hatten jetzt den ersten Lockdown, wir haben jetzt schon wieder den zweiten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich da so ein bisschen aus dem Schlawittchen selber wieder rauszuziehen und Freude, hast du gesagt, sich da hinzumanövrieren? Ja, also Tipp Nummer 1, und das ist eine Grundhaltung, sei gut zu dir selbst. Und wenn noch irgendwo ein paar Euro über sind oder sonst was, gönn dir schöne Momente, solange es möglich ist. Jetzt im Lockdown wird es wieder schwieriger. Ich war froh, dass ich noch bevor der Lockdown kam mit meinem Sohn im Europapark, im Freizeitpark war, was wirtschaftlich eine Katastrophe ist, was die von einem verlangen, gerade wenn man da noch übernachtet. Aber es war gut. So, und das Gleiche ist auch jetzt, überleg dir, wie kannst du dir dann und wann in der Woche Highlights schaffen, dass du emotional auftankst? Weil es hilft nicht, wenn du deine gesamten Kröten zusammenhältst, aber selber irgendwann nur noch durch die Gegend kriechst. Du musst gut zu dir selber sein. Und das kann auf unterschiedlicher Ebene stattfinden. Das kann für den einen oder anderen sein, dass er sich am Tag eine halbe Stunde nur für sich nimmt und meinetwegen ein ausgiebiges Vollbad nimmt. Der andere kann Sport machen. Auf die Idee würde ich jetzt nicht so kommen, aber es soll es geben, dass das möglich ist. Oder sich kulinarisch verwöhnen lassen in irgendeiner Art und Weise. Aber diesen Wohlfühl und ich bin selber wertvoll im Moment, den aufrechtzuerhalten, das ist so die Grundlage. Wenn das gegeben ist, ist die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit hoch. Ja.
wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist umzusetzen. Ne? Also ich sag mal, die Tendenz ist ja wahrscheinlich eher bei den meisten zu sagen, scheiße, ne? Kurzarbeit, weniger Geld, ich knause alles zusammen, was noch geht. Ja, man muss ja nicht sofort eine Magnumflasche Veuve-Clicquot bestellen. Aber zum Beispiel zu sagen, ja, montags mache ich mir noch den Weg hier vom Büro aus oder auch vom Homeoffice, gehe ich rüber hier zu dem Café und hole mir einen leckeren Latte Macchiato und starte damit in den Tag hinein. Weil in dem Moment, wo man sich alles verbietet, verbietet man auch sich selbst, nimmt man sich selbst jeden Raum. Und das ist nicht einfach. Das ist die größte Belastung für unsere Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass man selber, gerade wenn man Führungsverantwortung hat, dass man selber gut drauf bleibt und sich nicht von den negativen Schwingungen zu sehr runterziehen lässt. Ja, ganz, ganz zentraler Punkt. Und dann eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert. Nun bist du natürlich der Medienexperte schlechthin. Du stehst tagtäglich vor der Kamera. Insofern ist dieses Feeling, was wir hier graben, jetzt nicht ganz neu für dich. Wahrscheinlich eher ein bisschen extrem runtergegradet. Aber ein ganz großes Thema ist ja das Thema Distanz. Und gleichzeitig brauchen wir ja irgendwie auch Nähe. Und ein Großteil, ich habe letztens eine Studie gelesen, ich werde im Nachgang nochmal validieren. Ich glaube, ich habe gelesen, um die 5.000 bis 7.000 Stunden verbringen Führungskräfte im Schnitt dieses Jahr in virtuellen Meetings. Das ist ja auch ganz schön anstrengend. Aber erstmal zu diesem Punkt Nähe. Gibt ja einige Stimmen, die sagen, das funktioniert alles nicht in diesem virtuellen Kontext. Einige sagen, es funktioniert. Wie ist denn deine Meinung dazu? Eine wirklich herausfordernde Frage und Situation. Tipp Nummer eins ist, reduziere die Anzahl an Meetings mit vielen Personen. Umso mehr Personen da sind, umso geringer ist die Chance, echte Nähe herzustellen, weil erstens verschiedene Bedürfnisse da sind und auch die Aufmerksamkeit absolut aufgeteilt ist. Deshalb würde ich immer gucken, welche Meetings brauchen wir wirklich, wo wir viele sind, und dann in den individuellen Meetings sich bewusst dafür Zeit zu nehmen, nachzufragen, wie geht es? Und das nicht nur als Masche. Und jetzt kommen wir zu dem bitteren Moment für viele Führungskräfte. Ein alter Slogan aus meinen Vorträgen für Führungskräfte ist, Manager müssen Menschen mögen. Wenn du nur an Prozessen orientiert bist, nur an Prozessen interessiert bist, dann kann keine Nähe entstehen, weil der Typ auf der anderen Seite des Bildschirms dir scheißegal ist. Und wenn das der Fall ist, spürt das der andere. Und deshalb müssen gerade jetzt Führungskräfte ihre Soft Skills, ihre emotionalen Fähigkeiten massiv trainieren, damit sie authentisch das auch leben können, weil sie können es eigentlich im Privaten, sonst wären sie nicht verheiratet, sonst hätten sie keine Freunde, aber im Geschäft vergessen sie es oft. Und deshalb, wer Menschen mag und echtes Interesse an Menschen zeigt, schafft Nähe. Klasse. Damit also auch zur Frage ein ganz klares Ja. Wir können also Emotionen auch virtuell. Also ja, anders gesagt, wird es ja keine Kinofilme geben. Dann wird es nicht geben, wird es kein Radio geben, kein Fernsehen, weil alle diese Medienträger sind hochemotional. Ja. Und sie schaffen eine Nähe so sehr, dass du im Kinosaal sitzt und grundlos weinst, weil ein Schauspieler so tut, als ob er stirbt. Der ist nicht tot. Der tut nur so. Und du weinst trotzdem. Und das zeigt, emotionale Nähe ist möglich. Ja, absolut wichtiger Punkt. Also um es mal zu übersetzen oder um anders zu formulieren, das heißt, wenn ich als Führungskraft eh schon denke, was ein Depp habe ich da für ein Team, dann wird das auch vor der Kamera im virtuellen Meeting spüren. Dafür brauchen wir keine... Dann wird es noch sichtbarer. Ja. Aber das ist interessant. Inwiefern wird es sogar noch sichtbarer? Weil Krise und jedes andere Medium wirkt wie eine Lupe. Das heißt, es verstärkt Situationen. Deshalb würde ich immer tatsächlich, wenn ich Führungskraft bin und sehr steif bin und mich so mit so einer Situation umgehen kann, mir immer eine junge Kollegin, einen jungen Kollegen als Übersetzer, als Moderator dazu holen und im moderierten Gespräch das Ganze machen, weil es mir möglich ist. Und ich sollte die Person, die moderiert, mögen. Das ist eine Grundvoraussetzung. weil in diesem Zweiergespräch entsteht dann etwas Menschliches, Echtes, und das kommt über die Kamera dann rüber. Das kann vielen helfen, die brauchen einen emotionalen Katalysator, um ins Leuchten zu kommen. Wenn der da ist, kann es auch eine eher dissoziale Führungskraft es schaffen, Nähe vor der Kamera herzustellen. Sehr cool. Da würde ich gerne noch ein bisschen den Bohrturm walten lassen. Was fällt dir denn noch ein? Was kann man noch als Führungskraft machen, um Nähe vielleicht auch im Team herzustellen, gerade in Zeiten, wo man sich schlichtweg nicht
präsent sehen kann. Also da bringe ich einen Therapeutenklassiker mit, den ich gerade in der jetzigen Zeit von die Methode schlechthin halte, um Leute abzuholen. Sei es auch, wenn du Verschwörungstheoretiker in der Familie hast. Egal, überall, wo Konflikte oder Beziehungen in Gefahr sind, gibt es eine Methode, die der Schlüssel ist. Und die ist ein Klassiker und heißt Verstehen, um verstanden zu werden. Das heißt, wenn es mir gelingen will, als Führungskraft, als Ehemann, als Beziehungspartner eine meiner Botschaften beim anderen zu platzieren, habe ich vorher die Verantwortung, den anderen anzunehmen, mitzunehmen und für ihn da zu sein. Wenn ich also mir sage, ich will verstanden werden, mache ich mich auf den Weg, den anderen erst einmal zu verstehen. Das heißt nicht, mit ihm, mit allem, was er sagt, einverstanden zu sein und volles Verständnis dafür zu haben, aber ein echtes Interesse zu zeigen. Und das geht vielen Führungskräften total flöten. Die wollen Menschen erreichen, die wollen, dass man sie mag, die wollen, dass man es umsetzt, aber interessieren sich nicht fürs Gegenüber. Und oder auch nicht, es muss nicht mal der Einzelne sein, sondern auch wenn man ein Gespür für eine Gruppe hat, das auch zu verbalisieren. Also was zu sagen wie, ich weiß, das sind echt schwere Zeiten und ich weiß, dass es für Sie eine Belastung ist. Und ich bin total dankbar, dass Sie uns hier die Stellung halten. Das soll nicht so dahergesagt sein. Ich verspreche Ihnen jetzt schon, wenn das alles vorüber ist, werden wir das und das realisieren, solange es möglich ist. Ein echtes Mitgefühl zu symbolisieren, nicht nur so zu tun, als ob, sondern es wirklich zu empfinden, ein Verständnis für die andere Seite zu haben, das macht es dann möglich, selber verstanden zu werden. Schöner Aspekt. Jetzt mal in Kombination mit dem, was du auch vorher gesagt hast, dass ja Krisen wie so eine Lupe sind, und da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Kann man das aus deiner Sicht, wenn man das dann realisiert, jetzt virtuell noch retten? Also anders gesagt, wenn mir die Leute vorher schon ein bisschen egal waren, Präsenz, habe ich noch eine Chance als Führungskraft jetzt in der virtuellen Welt die Geschichte zu retten, oder ist das Kind dann schon im Brunnen gefallen, weil sich die Mitarbeiter auch denken, da war ja eh... Du musst das Kind aus dem Brunnen holen, ne? Das heißt schon. Ja, aber es ist ja in ganz vielen Fällen so, es zeigt sich ja auch jetzt gerade mal in unserer Branche, in der Weiterbildungsbranche, wer kann vorher mit seinen Finanzen so managen, dass er auf Krisen vorbereitet ist. Es zeigt sich wirklich immer in Krisen, wenn es schwierig wird. Oder was weiß ich, auch wenn eine Familie jemand einen Unfall hatte. Wie sind die Familienbanden? Also Krise ist eben die Herausforderung. Und dann darf man auch mal kurz innehalten und sagen, shit, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Shit, jetzt kommt's raus. Und das ist eben die erste Sache, die Führungskräfte nicht machen, sondern sie versuchen, darüber hinwegzugehen. Sie merken, das ist nicht so meins. Und dann reden sie das Medium kaputt, anstelle zu sagen, okay, da habe ich eine Lernaufgabe. Ja. Und dann eben zu überlegen, wie kann ich, und das ist jetzt kein Pitch, obwohl ich sowas gerne mache. Bitte, Rolf. Wie kann ich mit Profis, die sowas regelmäßig machen, das können irgendwelche Mediencoaches oder sonst was sein, zusammenarbeiten, damit meine lebendige, positive Seite so rüberkommt, dass ich Menschen erreiche. Dann muss ich mir helfen lassen. Das ist das Zweite, was ich in der Krise gelernt habe, was wir aus der Therapie sowieso kennen, ist, lass dir helfen. Wenn du was nicht kannst, lass dir helfen. Wenn du mit was überfordert bist, lass dir helfen. Und wenn du als Führungskraft jetzt gerade merkst, das mit der Kamera ist nichts meins und ich bin damit völlig überfordert, hey, lass dir helfen. Und es gibt für alles immer jemanden, der es kann und der es einem vermitteln kann, und plötzlich funktioniert es. Cool. Wenn wir mal ganz konkret auf dieses Thema virtuell gehen und auch sowas wie virtuelle Meetings, gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte man jetzt nicht mehr so machen wie bisher in den Präsenzmeetings? Gibt es irgendwas, wo ich darauf achten sollte, dass ich es tunlichst vermeide? Also ich glaube, was wir, aber es glaube ich nicht nur bei online, auch dort ist auch dort die gleiche Lupe. Ich erlebe ganz viele Meetings, die von den Führungskräften und von den Teilnehmern extrem schlecht vorbereitet sind. Und das ist heute mittlerweile ein absolutes No-Go, weil die Aufmerksamkeitsspanne in Online-Situationen wird noch geringer, weil du kannst ja nebenbei, während du quatschst, kann ich ja hier, du siehst ja gar nicht, dass ich hier mein Smartphone in der Hand habe. Und letztens wurde ein Politiker... Wolf macht parallel auch eine Radioshow. Also das heißt, es gibt ja da völlig unterschiedliche Ansätze, was man währenddessen machen kann. Und deshalb ist Vorbereitung höchst wichtig und Emotionalisierung.
Überleg dir etwas, wenn du selber keine Art hast, die Leute abholen. Ey, spiel ein Filmchen ein von 3 Sekunden, das du online entdeckst. Oder unterleg es mit Musik oder bereite ein paar PowerPoint-Slides vor, auf denen nicht nur Zahlen stehen, sondern irgendetwas, was eine Emotionalität schafft. Vorbereitung und Emotionalität und Kürze. Nicht so viel Zeit verdatteln. Ja. Kommt zum Punkt. Wenn die 3 Sachen da sind, sind es gute Meetings. Das wären aber auch gute Präsenzmeetings gewesen. Ja, allerdings. Man muss ja denken, ich finde es gut, dass du das Thema Vorbereitung auch nochmal reinbringst, weil wir hatten das Thema Nähe. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass allein überhaupt Vorbereitung selbst ist ja etwas, was Menschen auch spüren. Das ist ja auch ein Akt der Wertschätzung, dass ich mir überhaupt Zeit nehme, vorher etwas vorzubereiten, besser zu machen als vielleicht sonst und bisher. Was ich auch ganz oft höre aktuell, ich bin mit dem Thema ja auch viel konfrontiert, ist, dass die Leute einfach sagen, ich bin erschlagen. Ist ja alles schön und gut, macht auch mal Spaß. Aber die hier klassischer Kastenaugensyndrom, ja, dass sie einfach den ganzen Tag nur in virtuellen Settings sind, in den Bildschirm gucken. Wie viel ist denn gesund aus deiner Sicht als Psychologe? Das ist scheiße, also muss man ganz klar sagen, das ist nicht gemacht. Aber es ist Teil des Spiels, also wenn das vorbei ist, und jetzt verstehe ich ja Menschen nicht. Ne? Also sie regen sich darüber auf, wie schlimm es ist, gehen dann nach Hause, hängen dann wieder vom Smartphone, vom Laptop und vom Fernseher ab, anstelle zu sagen, sei so intelligent und schaff ein gutes Gegengewicht. Also ich bin total dankbar, dass ich Hundebesitzer bin und ich muss raus in die Natur. Also heute Morgen war ich faul, meine Frau musste raus in die Natur. Aber gerade in der jetzigen Zeit ist es super, dass man dann ein starkes Gegengewicht hat, wo eben kein Bildschirm sind. Oder als die Saunen noch auf hatten, meine Frau und ich gehen dann halt gerne in die Sauna, da gibt es kein Smartphone, da gibt es kein Laptop. Da ist endlich mal Stille. So, und da habe ich die Selbstverantwortung. Wenn ich jeden Tag zoome, muss ich auf der anderen Seite viel in der Natur sein, damit ich das aushalte, weil dafür sind wir nicht geschaffen, es nervt, es kostet Kraft und deshalb muss ich das Gegengewicht herstellen. Das ist, da möchte ich auch nochmal reingrätschen, das ist eine sehr klare Aussage dazu getroffen, weil ja viele Stimmen auch da sind, die sagen, das wird in Zukunft so bleiben. Wird es in Zukunft dann so bleiben oder wird vieles doch zurückkehren in Präsenzveranstaltungen oder braucht es dann eben genau diesen gesunden Mix, den du eben schon skizzierst? Naja, wir hatten ja mal, was war das für eine Krise? Irgendwann, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Kann nicht so schlimm gewesen sein. Da wurden plötzlich, aus welchen Gründen war das? Ach so, genau. 9/11. Nach 9/11 wurden alle Langstreckenflüge abgesagt, Leute besuchten sich nicht mehr und wir hatten die erste große Welle von Telemeetings. Also von Meetings, wo auch dann angefangen wurde, dann zu arbeiten. Das war noch nicht so ausgebaut. Das waren häufig dann Telekonferenzen. Dann saß man alle um so einen komischen Lautsprecher drumherum und hat dann telefoniert vielmehr, auf jeden Fall jetzt im Corporate-Bereich. Ja, und irgendwann sind wir wieder alle geflogen. Ich glaube, also ich bin ja gar nicht so gegen das, was wir hier machen. Ich halte das wirklich für eine spannende, effizientere Lösung. Das heißt, ich habe ja auch in diesem Jahr eine Menge Coachings gegeben, genau hier drüber. Und ich hätte nicht so viel Coachings in Echtzeit geben können, weil wenn jetzt hier gleich unsere Aufzeichnung vorbei ist, dann quatschen wir noch 2 Minuten und sage ich, tschüss Thomas, kann ich nächsten Aufgabe. Ja. Wenn wir uns jetzt beide in Berlin getroffen hätten, würden wir sagen, ach komm, wir gehen noch einen Kaffee trinken, ach, lass uns sogar noch zum Mittag verabreden. Das ist alles wertvoll, aber nicht so effizient. Also, lange Rede, kurze Antwort. Ja, wir werden zum Großteil wieder zurückkehren. Aber bestimmte Elemente, die funktioniert haben, mitnehmen. Ja. Ich meine, schön ist ja eigentlich, das Umweltthema ist ja zumindest zu großen Teilen damit auch ein bisschen geklärt. Ne? Große Reisekosten, die sich gespart werden können, Flüge, Autofahrten. Also das ist ja das, das finde ich ja so, das ist ja ein großes Geschenk an unsere Gesellschaft, dass man sagen kann, wenn alles, was Greta gefordert hat, ist machbar, wenn du willst. Von einem Tag auf den anderen, ne? Ja. Wenn du siehst, es geht ums Überleben, macht jeder mit. Nur bei Greta kapiert keiner, dass es ums Überleben geht, weil es nicht so greifbar ist und weil es auch nicht politisch durchgesetzt wird. So, dann muss man, ich bin selber ja betroffen, dann müssen halt die Flugpreise mal verdoppelt werden. Es ist ja eh albern, dass mich der Flug Düsseldorf-München, ist der Flug billiger als die Taxifahrt München-Flughafen, München-City. Da kann was nicht stimmen. Aber interessiert keinen. So, bleibt bald.
Wie geht es dir selber? Also ich habe auch bei mir gemerkt, dass auch durch Seminare, ne, also 8 Stunden hat das angefangen abzuändern. Ich war, bin eigentlich auch immer noch, völlig überfordert mit der eigenen Arbeitsstrukturierung im Alltag. Also da ändert sich irgendwie noch ganz viel und ich habe das Gefühl, so ganz selber durch bin ich mit dem Thema noch nicht. Hast du auch das Gefühl, dass die Arbeit an sich, du sagst es, es wird effizienter, man kann schneller Informationen austauschen, man kann schneller auch ins nächste Setting. Glaubst du, dass es aber auch eine völlig neue Organisation von Arbeit bei einem selbst benötigt? Ja, nächste Frage. Ich merke einfach, welche? Wir sind einfach an einer Schnittstelle, wo sich Welten ändern. Und da haben wir jetzt diese Zwischenphase, diese Graufase dazwischen, wo ich zum Beispiel auch plötzlich abartig viel arbeite. Also ich muss jede Woche, um bestimmte Prozesse aufzusetzen, Sachen zu verstehen, umzusetzen, zu kommunizieren, plötzlich 60 bis 70 Stunden arbeiten und das nicht wie sonst mit viel Reisezeit, wo man dann schön in der Lufthansa-Lounge sitzt und sich irgendwie schon das Feierabend-Prosecco gönnt, sondern, wollte ein Gin Tonic sein, das klingt aber zu versoffen, sondern du bist wirklich am Malochen. So. Und da müssen wir wirklich alle aufpassen, ich selber auch, dass wir nicht übertreiben und dass wir gerade Homeoffice besteht die Gefahr, dass du von 7 bis 7 ja. durcharbeitest und am Wochenende auch nochmal. Und da sagt der Psychologe, das ist nicht gesund. Ja. Und da müssen wir ran, dass uns das nicht passiert. Aber in der Zwischenphase, das ist wie wenn eine Mutter gerade ein Kind gebiert, da ist Work-Life-Balance auch schwierig. Da muss ich einfach auf das Projekt einlassen, auf die Situation einlassen und so einen Moment haben wir gerade. Also dürfen wir davon ausgehen, dass die Zeit das irgendwo regelt und dann jeder mit seinem eigenen Homeoffice und seinen zeitlichen Strukturen besser klarkommt? Ich sag mal so, es wird die Zeit regeln oder die Physis bzw. die Psyche. Das heißt, wenn du übertreibst, batsch, Herzinfarkt, Burnout, dann hast du wieder Zeit, dich wieder zu regenerieren, dich auch neu aufzustellen. Wir müssen wirklich da sehr, sehr, sehr bewusst mit umgehen. Absolut. Ja, und ich meine, du lachst, aber ich glaube, es ist wirklich ein extrem ernstes Thema, weil auf der einen Seite genau dieser Effizienzaspekt, aber ich sehe das genau wie du, die Gefahr ist größer, dass wir noch viel mehr in diesem, und das meine ich jetzt eher negativ, in diesem 100%igen Workflow sind, ohne die Balance zu finden. Ich habe, da sind wir wieder beim Thema Energielevel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir erschreckend, vor 3 Tagen habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen, nutzt du auch diese Health-App vom iPhone? Gott, nein. Ja, mach das mal, dann kriegst du vielleicht so einen Schock wie ich. Also heute gerade mal 320 Schritte. Ich habe festgestellt, dass ich irgendwann die letzte Woche irgendwie im Schnitt 1100 Schritte hatte. Mein Tag sah nämlich genau so aus, dass ich morgens mich hier auch ins virtuelles Office gesetzt habe und dann genau die Dinge passiert sind, von denen du nämlich erzählt hast. Und um mal selbst einen Impuls reinzugeben, ich habe jetzt angefangen, eine Art Fake-Arbeitsspaziergang zu machen. Denn das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, was jetzt viele erleben. Sie haben nicht mehr ihren Arbeitsweg. Ja, da fällt was weg und ich habe jetzt angefangen, gestern sogar netterweise mit meiner Frau mal zusammen, einfach mal so zu tun, als ob man zur Arbeit geht. Klingt auch ein bisschen bescheuert, aber es tut gut. Ja. Es braucht. Ja, es tut gut. Nein, aber ich halte die Idee als Psychologe, ich klaue sie dir. Du wirst sie demnächst bei Bayern 3 hören, bei meinem Psycho-Hacks. Ich werde dich Thomas, hier ein Tipp von Thomas Seidag, einem guten Freund von mir, dann werde ich dann sagen. Webseite nicht vergessen. Nein, weil ich die Idee deshalb gut halte. Eine Freundin von mir hat das immer genannt, den Weg vor allem zurück zur Arbeit und hin, das war für sie so mentales Duschen. Das heißt, sie hatte so einen Arbeitsweg von oder Fahrtzeit von 25 Minuten und sie sagt, sie ist so dankbar, dass sie diese Zeit hat, um einfach runterzukommen, mit guter Musik in eine andere Stimmung versetzt zu werden. Und das ist eben das, was ich auch bei mir erlebe und was meine Frau jetzt sagen würde, ja, Rolf, das ist eine sehr gute Idee, mach das. Und wenn du kurz bei uns noch vorbeikommst, nimm direkt noch den Hund mit. Weil ich häufig von hier massiv Konzentration, dann noch irgendwie blöde Post vom Finanzamt und dann stehe ich im Wohnzimmer. Ohne Schnittstelle. Das kommt meistens nicht gut an, weil ich dann nicht so gut ankomme, weil ich häufig etwas überreizt bin. Wenn ich dann erstmal nach 20 Minuten rausgehen würde, wäre super. Also kann ich nur jedem empfehlen, die Seidag-Methode, der Seidag-Weg. Gebongt, machen wir ein gemeinsames Format raus. Rolf, aber das bringt mich direkt noch zu so einem Punkt, gerade dieser informelle Part und nochmal auch zum Thema Energielevel. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade zusieht und zuhört, spürt das ja bei dir auch. Entweder ist es der Gin Tonic oder was machst du? Du sprühst ja wirklich voll guter Laune. Was tust du für dich selbst, um diese Laune dann auch, gerade virtuell oder wenn du zu Menschen sprichst,
so abrufbar zu machen, weil es steckt ja an, jeder, der jetzt gerade zusieht, der spürt es. Naja, ich kann nicht anders. Also ich bin naturally stoned. Das heißt, es ist von natürlich, es ist eine Gabe Gottes. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe das von meiner, mittlerweile ist sie leider sehr schwer dement und kann nicht mehr so am Leben teilnehmen, von meiner Mama gelernt. Und die hat ein Paulus-Zitat aus der Bibel etwas umformuliert. Ich freue mich, weil ich mich freuen will. Das steht so nicht in der original-lutherischen Übersetzung, es gibt so eine andere Übersetzung, wo das so heißt. Und ich finde diese Haltung für wichtig. Weil in dem Moment, wo ich für mich selber die Entscheidung treffe, ich will mich freuen. Geht es mir besser? Geht es meinem Nächsten besser? Und meine Mitarbeiterin und auch meine Gattin wird das bestätigen können. Es gibt auch Tage, wo ich so... da sitzt aber, wenn ich will, dann kann ich. So, und es ist einfach eine eigene Disziplinfrage. Und weißt du, ich freue mich, und das meine ich jetzt ganz ernst, ich mache einfach ganz viele Sachen, die mir per se Freude machen. Ich freue mich gerade auf das, was wir hier machen. Und das ist der Luxus des kleinen Erfolges der letzten Jahre, dass ich bestimmte Dinge, die ich total hasse, outgesourced habe oder nicht mehr an mich heranlasse. Und dadurch geht es mir ganz gut. Auch wenn ich häufig trübe Momente habe. Das ist ein ganz spannender Gedanke, weil ja viele auch die Annahme treffen könnten, dass Freude so, die kommt halt, ne, es gibt einen guten Tag, da scheint die Sonne. So wie du es jetzt beschreibst, klingt das ja auch, das unterstützt auch viele Thesen meines Jobs, dass wir im Grunde, dass Freude auch was mit Disziplin zu tun haben kann. Also, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben, diese Freude in uns hervorzuholen, kann man das so sagen? Ja, also das ist ja so, wer nicht Steuermann seiner Emotionen ist, ist Opfer seiner Emotionen. Ich will nie Opfer sein. Also mein Lieblingswort von, ich glaube, es ist Goethe, du musst entscheiden, ob du im Leben Amboss oder Hammer bist. Ich will immer Hammer sein. Und das spürt man. Ja, einfach, ich will gestalten, ich will nicht Opfer sein. Und natürlich gibt es auch Tage, da bin ich in so einer Mimi-Mimi-Mimi-Haltung. Das passiert. Aber in dem Moment, wenn ich denke, ey, warum? Bringt es dir was? Also ich brauche dann, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, als im März der Lockdown kam, innerhalb von 72 Stunden sechsstellige Beträge plötzlich abgesagt wurden und die dann nicht aufgefangen wurden, weil das über Agenturen lief, die sehr kulante Lösungen mit ihren Kunden gefunden haben und du als Speaker, als Keynote-Speaker, der warst, der dann das aus, ja, war halt doof, Rolf, aber trotzdem kein Geld. Da hatte ich auch einen Zusammenbruch. Na, da ging gar nichts mehr, da war ich ein Tag lang, anderthalb Tage wie paralysiert. Um dann zu sagen, so, genug gejammert, Staub abklopfen, Krone richten und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ding hier gewuppt kriegen. Und das Einzige, was ich merke, und jetzt allen anderen zu beruhigen, dass ich auch Mensch bin, das Einzige, was ich merke, ist, es darf nicht zu oft diese Extremsituation kommen. Dann irgendwann wirst du auch wund. Und das ist so bei mir der Moment, dass ich im Moment denke, dass es nicht noch zu oft passieren darf in dieser Qualität. Das ist so die da muss man wirklich gut für sich selber sorgen. Ja. Zwei Fragen brennen mir noch wirklich sehr, auch wenn ich damit nochmal extreme Kurven schlage. Zum einen, ich finde, das merkt man jetzt hier auch gerade im Podcast, du gehst ja auch selbst sehr ehrlich damit um, ne, wenn es auch was schief läuft oder doof läuft. Stichwort Führung wieder. Darf ich das als Führungskraft auf? Weil ich glaube, es werden immer so viele damit vermittelt, der Druck und die Vorbildfunktion und Strahlemännchen. Ist das okay, in den Zeiten nochmal als Führungskraft zu sagen, es ist scheiße? Oder wie sollte ich allgemein mit so etwas umgehen? Muss ich da irgendwie das Strahlemännchen vor der Mannschaft sein oder ist es in Ordnung? Das ist eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Frage, weil es wirklich eine individuelle Situation ist. Und es verstehen immer die falschen Menschen falsch. Das differenziere es für uns, lieber Rolf. Das heißt also, wenn du jetzt den Tipp sagst, lass auch mal deine negative Laune zu, es ist okay, du bist Mensch, dann sind es die, die eh die ganze Zeit nur rummupfen und denken, ja mein Gott, endlich gibt's, sagt's mal einer. Ich finde alles scheiße und ich lasse es auch mal raushängen. Und die anderen, die zu viel strahlen, nehmen das trotzdem nicht an und so. Also da... Ich würde einfach immer, wir nutzen eine Feedback-Kurve viel zu wenig. Das ist das Gespräch mit den Mitarbeitern. Sich da mal Feedback geben lassen, zu sagen, findest du wirklich, wirkt mein Strahlen, meine gute Laune zu aufgesetzt? Passt es zur jetzigen Situation nicht?
Oder aber zu fragen, irgendwie, hast du den Eindruck, ich ziehe unsere Leute zu sehr runter mit der Tatsache, dass ich zeige, wie es mir geht? Einfach fragen. Schön. Ganz, ganz schöner Impuls, vor allem, das stelle ich auch oft fest in meinen Führungstrainings mit Fördergesprächen, Entwicklungsgesprächen. Aber ganz selten wird, glaube ich, auch implementiert. Klar gibt es irgendwelche 360-Grad-Feedbacks für Führungskräfte, aber einfach mal zu fragen, wie findest du mich oder wie mache ich das hier, ist eigentlich so naheliegend. Ich finde schön, dass du das an der Stelle auch nochmal Ja, nein, herausarbeitest. nein, weil wir fragen ja nicht, weil wir um unsere Begrenztheit wissen. Wir fragen ja nicht, weil wir wissen, dass wir Sachen falsch machen. Ne? Oder wir fragen, weil wir Applaus haben wollen. Aber die ehrliche, ich habe das früher mal in einem Programm gehabt, es ist jetzt etwas erwachsenorientierter, wer nach dem Sex fragt, wie war ich? Ne? Und dann eine Antwort bekommt, wo, ja, war ganz okay, war eine befriedigende. Aber du hättest auch Folgendes noch machen können. Das will keiner hören. Ne? Sondern alle wollen immer nur hören, du bist so toll. Oh mein Gott. Und, auch selbst wenn es oh mein Gott war, gibt es immer noch Optimierungsbedarf. Deshalb frag nur, wenn du wirklich auch die Antwort aushalten kannst. Aber ich kann, ob jetzt meinetwegen, ob im Team, also in der Zweiersituation oder im Team, in der Mannschaft. Feedback ist das, was uns wachsen lässt. Ken Blanchett, der große Management-Autor und Führungskräfte-Experte, hat immer gesagt, Feedback ist das Frühstück der Champions. Also setz dich damit auseinander. Du musst nicht deshalb Everybody's Darling sein. Everybody's Darling ist schnell auch Everybody's Depp. Aber hol dir mal Feedback ein, wie du wirkst, was funktioniert, was nicht. Und manchmal ist man verblüfft. Die Dinge, die man selber total toll an sich findet, sehen andere gar nicht als so super. Und Dinge, die man an sich total kacke oder nicht kacke, sondern nicht bedeutsam findet, sagen alle, that's it. Und das einfach mal zu verstehen, hilft. Absolut. Was ich auch schön finde, also du hast, ne, gerade das Thema Frage und du hast ja nochmal ein schönes Thema Motiv herausgearbeitet. Und dann war auch wieder mit dem Thema Nähe. Man spürt, aus welchem Motiv heraus jemand Fragen stellt. Also stelle ich die Frage einfach nur, um wieder zu hören, was für ein geiler Hengst oder Typ oder Chef ich bin. Oder stelle ich die Frage schlichtweg, um wirklich zu erfahren, wie wir hier besser werden können und bessere Ergebnisse produzieren. Rolf, ein Thema, was mir noch irgendwann bei deinen ganzen Antworten in den Kopf geschwirrt ist, Thema Freude, Thema Verantwortung. Es ist ja ein gesellschaftliches Thema auch und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich höre von vielen, die so die Eindrücke gewinnen, gerade Stichwort soziale Medien, dieses ganze Miteinander. Ich habe nicht so den Eindruck, dass alle das mit deiner Freude da so praktizieren, sondern man hat ja eher den Eindruck, dass da aktuell sehr viel Fronten aufeinandertreffen und nicht sehr viel Wertschätzung passiert. Hat das was mit der Situation zu tun? Wenn ja, warum? Und welche Tipps hast du vielleicht auch für ein besseres Miteinander? Also ich glaube, was hilft, verstehen, um verstanden zu werden, was hilft zu verstehen, ist, viele Menschen erleben gerade massiven Frust. Sie verstehen Dinge nicht, sind nicht nachvollziehbar, sind überfordert. Und das kommt zusammen mit, sie verstehen sich selber nicht, sie sind mit sich selbst überfordert. Und auch dort waren es schon vorher nicht die Ergebnisse. Und wenn diese beiden Welten miteinander verschmelzen, entsteht eine Frustintensität, die irgendwann in Aggression sich selbst gegenüber. Das sehen wir bei der Anzahl von psychischen Erkrankungen bis hin bei der Anzahl von Suiziden, die leider zunimmt in diesem Jahr. Bitteres Thema. Oder aber Aggression gegen andere. Deshalb haben wir mehr Gewalt in den Familien und natürlich auch eine gewalttätigere Kommunikation in den sozialen Medien. Und solange wir nicht dafür sorgen, dass es uns gut geht, wird diese Stimmung so bleiben. Das führt bei mir zum Beispiel, dass ich bei meinen sozialen Medien genau hinschaue, wer postet was. Ich gucke mir gerne andere Meinungen an, aber wenn Stil und Art unangemessen sind, dann entfreunde ich Leute. Ich möchte nicht, deshalb bewege ich mich weniger mittlerweile, sehr wenig nur noch bei Facebook, sondern bin erst zu Instagram und von Instagram jetzt hin zu LinkedIn. Weil bei LinkedIn eine wohlwollendere, professionellere Art der Kommunikation ist und nicht dieses Abgerotze. Hoffentlich bleibt es auch so, da ändert sich ja gerade auch einiges. Ja. Ja, aber das ist immer so, wenn alle rüberwandern, dann kommen natürlich auch die mit, die eine schlechte Stimmung machen. Aber da kann man ja auch auswählen. Ich glaube, wir müssen reflektiert bleiben und auch andere Sachen bereit sein, uns anzuhören.
aber auch selektieren in den Dingen, wo wir feststellen, Menschen tun uns nicht gut, dann darf man auch mal ganz klar Nein sagen, eine Grenze setzen. Das ist notwendig. Finde ich schön, weil ja auch viele, also gerade in den sozialen Medien, man hat ja so das Gefühl, das ist eigentlich so eine Heiti-Deiti-Welt, aber es scheint auf der anderen Seite eben gar noch nicht der Fall zu sein. Also mal auch ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, was passiert, wenn alle diese Tür vor der Nase zugeschlossen bekommen? Vergrößert sich dann die Schar an den Leuten, die nicht verstehen und alle, sage ich mal, rumbashen? Ja, aber das ist ja die, dann sollen sie sich gegenseitig so runterziehen, bis es nicht mehr geht. Weil ich verstehe es einfach auch nicht, in welcher, ja, welche Mentalität gerade dieses Denunziantentum, das gerade hochkommt, das macht mich total betroffen. Also eine sehr geschätzte Kollegin von uns beiden, ich habe mit Sabine Altener einen Podcast aufgenommen, den Wow-Podcast, toller Podcast. Und sie hat zur Vermarktung des Podcasts ein Foto von 2019 genommen, wo wir freudig nah beieinander stehen. Was macht die Corona-Polizei, also interne Leute aus unserer Branche? Na, ist das ein Vorbild? Wo ist denn der Abstand und die Maske? Wo ich dann innerlich denke, ey, was geht denn jetzt ab? Geschrieben, ey, das Foto ist von 2019, chill dich mal, du Corona-Stasi. Dann habe ich auch gemerkt, ups, der Corona-Stasi war jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber wir haben plötzlich eine Stimmung im Land, die wirklich, die macht einem Sorgen. Ja. Das heißt, und da sind wir auch ganz schnell wieder beim Thema Führung, denn da kann es ja auch vorkommen, bewerten wir zu schnell, bewerten die Menschen in der Gesellschaft einfach zu schnell, gerade in sozialen Medien, ist das ein Punkt? Also jetzt psychologisch gesprochen, wir können der Bewertung nicht entkommen. Das, was wir empfinden, das, was wir wahrnehmen, das nehmen wir wahr und wir reagieren im Kopf so schnell, das, was wir denken. Aber dann, bevor ich etwas tippe und sage, muss ich so einen inneren Puffer haben. Und dieser innere Puffer wird immer dünner, umso schlechter es mir geht. Das heißt, umso schlechter es mir geht, umso schneller haue ich einen negativen Satz raus, haue ich eine Verletzung raus. Und deshalb, wieder zurück zum Anfang, sorge dafür, dass es dir gut geht und du kannst besser mit anderen Menschen umgehen. Ja. Und auch nochmal das Thema Verstehen. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch ein ganz schönes Endresümee, einfach auch mal zu akzeptieren in dieser Zeit, dass wenn andere da verbal rumkloppen, manchmal liegt es auch einfach daran, dass die Haut dünn ist und ein bisschen Größe, Liebe und Nachsicht zu verstehen, dass Menschen Dinge tun und sagen, die sie unter normalen Umständen vielleicht auch nicht tun würden. Ja, aber da auch da liebevoll die Begegnung suchen. Genau. Also bei Social Media ist es etwas anderes, aber gerade als Führungskraft muss ich auch eine gewisse Konfliktstärke haben. Da habe ich noch gleich einen sehr, sehr schönen Schlusssatz zu dem Thema. Eine Konfliktstärke haben, dass ich zu dem jemanden sage, ey, komm mal her zu mir, ich merke, dir geht's nicht gut und ich finde es schade, dass du dein Unwohlsein so viel mit uns teilst. Also guck mal, dass du auch jemand bist, der die Stimmung nur auch ein bisschen hochhält und nicht nur runterfährt. Und jetzt kommen wir zu einem Schlussgedanken. Es gibt zwei Dinge, die uns als Mensch und als Führungskraft wachsen lassen. Und diese beiden Dinge sind wir auf jeden, die wir auf jeden Fall verhindern wollen. Zwei Dinge, die uns wachsen lassen und es gibt zwei Dinge, die wir verhindern wollen. Es ist beides das Gleiche. Wir wachsen an Krisen und Konflikten. Wir brauchen beides, um zu einem besseren Menschen zu werden. Also immer dann, wenn ich am Boden lag, wenn ich da rausgekommen bin, habe ich mich weiterentwickelt. Immer wenn ich in einer Konfliktsituation bin, sei es mit meinem Geschäftspartnern, sei es mit meiner Partnerin, also Lebenspartnerin oder Ehefrau, wenn ich diesen Konflikt wirklich gelöst bekomme, wir an dem Konflikt arbeiten, sind wir danach in der Beziehung entwickelt. Und was machen wir? Wir verhindern Krisen und Konflikte. Und darin liegt aber gerade die Wachstumschance. Ja. Das ist wirklich ein toller Schlusssatz. Ich glaube auch, dass es oft unterdrückt wird. Und gleichzeitig gibt es ja Hoffnung, weil es ja nun auch eine gesellschaftliche Krise ist, dass, wenn das alle verstehen, wir auch als Gesellschaft stark daraus hervorgehen. Lieber Rolf, wir hatten das Thema Freude und das freut mich sehr in diesen Zeiten hier ganz oft. Und damit nochmal auch am Ende zurück zu dir persönlich. Worauf freust du dich denn noch so? Welche Projekte stehen denn bei dir aktuell noch so an? Wo sieht man dich vielleicht demnächst im Fernsehen, Radioshows etc.? Was steht an? Es sind verschiedene Aspekte, worauf ich mich freue. Also ich habe im Moment das große Glück, dass irgendwie ich vom Radio gefressen werde. Das heißt, es gibt aktuell eine neue Radioshow bei Bayern 3, eine Radiorubrik, die heißt Leichter Leben mit Psycho-Hacks vom Profi. Da geht es darum, dass ich regelmäßig klare Ideen und Impulse liefere, was man tun kann, um mit
Lebensherausforderungen besser umzugehen. WDR2 fand dieses Konzept so gut, dass sie es adaptieren, aber dort ein bisschen anders heißt. Da heißt es Corona Blues. Irgendwie wird's zu viel, fragt den Schmiel oder irgendwie sowas heißt es. Und da bin ich jetzt jeden Morgen zu Primetime, weil Radio hat ja die Primetime morgens, jetzt täglich ab nächste Woche zu hören, was ein riesiges Geschenk ist. Ja, und dann bin ich gerade bei drei Castings in der finalen also Entscheidung, ob ich das Gesicht dieser Sendung werde, was aber noch lange nichts heißt, weil dann wird erst ein Pilot produziert und so. Aber da ist ganz, ganz viel, wird ganz viel. Und ich freue mich tierisch auf den Sommer 2021, weil ich hoffe, dass wir bis dahin Corona so im Griff haben, dass das echte Leben zurückkommt und wir orgienähnliche Sommerpartys feiern werden. Also das, mein Lieber, hoffe ich aber definitiv auch. Und für alle Führungskräfte und Interessenten, die genau so eine Party mit dir veranstalten wollen oder auch mit ihren Mitarbeitern, wo finden die dich denn am besten, außer dass sie dich eh tagtäglich im Fernsehen sehen? Also ganz einfach, Psychologe Rolf reicht, findet man mich. Also so viele Psychologen gibt es nicht. Also es ist in der Treffer oder Rolf Schmiel, rolfschmiel.de, rolfschmiel.com, schmiel.com, schmiel.de. Einfach nur meinen Namen eingeben, dann findet man mich. Und wir haben auch sehr, sehr schöne Ideen für gelungene Beiträge für, wie heißt es, Online-Konferenzen. Für alle, die digital im Frühjahr Kickoffs machen wollen, habe ich ein spezielles Konzept mit dem Comedy-Unternehmer Knacki Deuser, der früher die Show Comedy-Show Waschsalon produziert und entwickelt hat, haben wir ein Format, so kleine Spots entwickelt, die man maßgeschneidert für Unternehmen in solchen Events integrieren kann. Und ansonsten, wer Bock hat, vor der Kamera genauso zu strahlen und zu leuchten, der nicht schlecht ausgeleuchtet, meinte, sondern von innen heraus, kann mich auch das diesbezüglich ansprechen. Jawohl, kann ich auch bestätigen. Ich war beim lieben Rolf auch schon grandiose. Deshalb machst du das so gut, muss man echt mal sagen. Bitte? Deshalb machst du das so gut. Es war eine große Freude, wirklich mit dir diesen Morgen zu verbringen. Mir auch, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch hier waren einige tolle Hacks dabei, mein lieber Rolf. Und ja, bis zum nächsten Mal, wo auch immer man dich im Fernsehen sehen darf. Danke für deine Zeit, Rolf. Gerne. Schönen Tag, erfolgreiche Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.